Ich werde heute eine Teilaufgabe aus einer Klausuraufgabe von 2015 vorstellen. Die Aufgabe besagt, dass reines Wasser einen Gefrierpunkt von 0,00 Grad Celsius besitzt. Eine Limonade, was ein Zwei-Komponentensystem aus gelöster Saccharose in Wasser ist, gefriert erst bei minus 1,00 Grad Celsius. In Aufgabenteil A soll die Konzentration der Saccharose in der Limonade berechnet werden. Mit dem Raoultschen Gesetz kann die Molalität berechnet werden. Diese beträgt 0,5376 Mol pro Kilogramm. Da die Lösung sehr verdünnt ist, können Molalität und Molarität gleichgesetzt werden, also beträgt die Stoffmengenkonzentration auch 0,5376 Mol pro Liter. In Aufgabenteil B werde ich nun wiederum den osmotischen Druck der Limonade bei 37 Grad Celsius ermitteln. Doch zuerst einmal, was ist der osmotische Druck überhaupt und wie entsteht er? Für den osmotischen Druck müssen zwei verschieden konzentrierte Lösungen vorhanden sein, also eine niedrig konzentrierte und eine höher konzentrierte, welche durch eine selektiv permeable Membran getrennt sind. Diese Membran lässt nur das Lösungsmittel hindurch, was in unserem Fall Wasser ist. Die beiden Lösungen wollen sich in der Konzentration angleichen, also diffundiert das Wasser von der weniger konzentrierten Lösung in die höher konzentrierte. Das Volumen der weniger konzentrierten nimmt ab, wodurch die Konzentration zunimmt, und das der höher konzentrierten nimmt zu, wodurch die Konzentration sinkt. Der Drang zu diesem Ausgleich durch den osmotischen Druck beschrieben. Den umgedrehten Fall gibt es auch, die Umkehrosmose. Diese liegt vor, wenn ausgeübter Druck höher ist als der osmotische Druck und dadurch die Diffusion umgedreht wird, also das Lösemittel von der höher konzentrierten in die niedriger konzentrierte Lösung diffundiert. In der Biologie gibt es drei Fälle von Osmose: hypotonisch, hypertonisch und isotonisch. Hypotonisch bedeutet, dass die Konzentration im Außenmedium niedriger ist als im Innenmedium, weshalb das Lösemittel in das Innenmedium diffundiert und dieses dadurch größer wird. Hypertonisch bedeutet, dass die Konzentration im Innenmedium niedriger ist als im Außenmedium, weshalb das Lösemittel in das Außenmedium diffundiert und das Innenmedium dadurch schrumpft. Isotonisch bedeutet, dass Konzentrationen identisch sind, weshalb ein Gleichgewicht vorliegt. Das Lösemittel diffundiert von dem Außenmedium in das Innenmedium, aber auch andersherum. Der osmotische Druck lässt sich mit der van Hoffschen Gleichung berechnen. Diese Gleichung erinnert an das ideale Gasgesetz, da in verdünnten flüssigen Lösungen die gleichen physikalischen Gesetze wie bei idealen Gasen gelten. Der osmotische Druck ist proportional zu der molaren Konzentration des gelösten Stoffes und zu der absoluten Temperatur und ist abhängig von der Teilchenzahl des gelösten Stoffes. Die van Hoffsche Gleichung besagt, dass das Produkt aus van Hoff-Faktor, Molarität der Saccharose, Temperatur und universellen Gaskonstanten der osmotische Druck ist. Der van Hoff-Faktor beträgt 1, da die Saccharose nicht dissoziiert und somit nur ein Teilchen vorliegt. Die Molarität ist 0,5376 Mol pro Liter, also 537,6 Mol pro Kubikmeter. Die Temperatur ist 37 Grad Celsius, also umgerechnet 310,15 Kelvin. Und die Gaskonstante beträgt 8,314 Joule pro Mol mal Kelvin. Wenn man dies alles in die Gleichung einsetzt, kommt für den osmotischen Druck 1,386 mal 10 hoch 6 Pascal raus. Dies entspricht 13,86 bar. Die Antwort für diese Aufgabe ist also, der osmotische Druck beträgt 1,386 Megapascal. Noch zu guter Letzt hier mein Quellenverzeichnis.